Wunderschönen guten Abend zum Webinar Markttiefe, DevDev Market richtig verstehen. Das Ganze zusammen mit Michael Burgstaller und der Analyse- und Handelsplattform Atas. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat pünktlich um 18 Uhr auf dem Dienstagabend begrüßen. Ich bin gespannt, was für Einblicke die Teilnehmer und ich natürlich auch heute von Michael bekommen. Und von daher will ich gar nicht weit drum herum reden, sondern wir springen einmal zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle, das Webinar dient natürlich wie jedes andere auch nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, sei es der Michael, dass er vielleicht etwas handeln möchte zu Testzwecken oder sowas. Ja, bitte verstehen Sie das nicht als Handelsberatung oder dergleichen. Ja, schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, ganz wichtig zu sagen von unserer Seite. Dann würde ich sagen, Michael, ich gebe dir einmal die Moderatorenrechte. Dann kannst du auch. Und jetzt, ja, jetzt kannst du übertragen. So, einen wunderschönen, schönen Nachmittag. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Das ist immer ganz wichtig. Ich sehe Bildschirm und da gibt es zwei Icons, MT5 und Atas. Genau, perfekt. Alles gut. Soweit. So, ich habe meinen Kaffee gerichtet. Jetzt machen wir uns einen angenehmen Abend und werden uns da ein bisschen was über die Markttiefe anschauen. Und heute bin ich alleine da und wie bei jedem Webinar, das wir veranstalten, habe ich am Anfang immer einige Neuigkeiten zu Atas. Danach wird es eine kurze PowerPoint-Präsentation geben. Die wird wirklich ganz kurz und knackig, damit wir wirklich nur über die Basics drüber fliegen und dann werden wir uns das in der Plattform anschauen, wie man gewisse Sachen aufruft, wie man gewisse Sachen einstellt, damit dann jeder dann noch nach dem Webinar ein bisschen was mit nach Hause nehmen kann. Ja, aber wie immer, am Anfang gibt es News rund um Atas. Ich halte es ganz kurz und knackig für euch. Und zwar gab es jetzt ein neues Update. Ich habe hier wieder die Alpha-Version vorliegen. Das heißt, wenn mir das Ding abrauscht, sei mir verziehen. Aber grundsätzlich, ich hoffe, ihr seht den Schirm jetzt gut. Ihr habt im Hauptmenü in Zukunft, das kommt darauf an, welche Version ihr fährt, aber in Zukunft wird für alle ausgerollt, einen Quick-Start-Button. Was hat es mit diesem Quick-Start-Button auf sich? Wenn man da drauf drückt, bekommt man eine Bibliothek. Eine Bibliothek in diesem Fall von fixfertigen Templates, die so zusammengestellt sind mit Beschreibung, dass man aus dem Stegreif dann damit arbeiten kann, ja, und sie auch dann modifizieren kann. Wir haben gerade eben für unsere Kunden da draußen so eine Art Contest. Ja. Wir lassen uns jetzt gerade, wer will, gute Templates schicken, die wir dann eben für die ganze Community, für alle in dieser Bibliothek verfügbar stellen werden. Also das ist recht interessant und wir kriegen auch schon nette Zuschriften. Also das Ding wird wachsen in Zukunft. Das heißt, mit dem Quick Start Button kann man hier direkt sich die Screenshots anschauen zu diesen vorgefertigten Templates, eine kleine Beschreibung und kann die direkt dann öffnen mit dem Instrument. Das gleiche gibt es mit den Smart Dome Templates. Wir sammeln auch hier die wertvollsten und wichtigsten Templates für euch und die habt ihr dann schnell bei der Hand. Ja, die könnt ihr dann auch öffnen, modifizieren, so herrichten, wie es das braucht. Das gleiche gibt es mit Smart Tapes. Natürlich ist im Smart Tape jetzt nicht großartig die Vielfalt da. Ja, aber auch wenn es um offene Positionen geht, die kann man sich natürlich auch als Template speichern, kann man die hier öffnen. Man kommt schnell zu den Verbindungen. Und es wird in Zukunft hier auch noch einen Button für Workspaces geben, wo man sich wirklich komplette Arbeitsbereiche schnell laden kann, die eben vorgefertigt sind. Teilweise von unseren Händlern, teilweise von Kunden, die uns das zuschicken. Wir werden diese alle screenen, wir werden die durchschauen und die besten werden wir dann einfach in die Plattform nehmen. Das ist einmal das Erste. Das, was einfach den Start, wenn man frisch zu Atas kommt, natürlich um einiges erleichtert, wenn man gleich einmal was vor sich hat und sieht, was da los ist. Was ist noch passiert? Ich öffne schnell einen S&P 500. Was ist passiert? Wir arbeiten ständig natürlich an der Weiterentwicklung an Indikatoren und Tools und wir haben in den letzten 2 Monaten, sage ich jetzt einmal, relativ viel Feedback bekommen. Das sind meistens nur Kleinigkeiten, aber das sind Kleinigkeiten, die Sinn machen. Somit haben wir zum Beispiel beim VWAP und TWAP im jetzigen Update hinzugefügt, dass du den Hintergrund von diesen Bereichen, von den Standardabweichungen und von der Hauptfläche kann man sich jetzt natürlich einstellen von den Farben her.
Ja, das war ein Kundenwunsch, sind einige Tickets gekommen und natürlich, wenn das Ganze Sinn macht und das macht es auch, dann werden wir das in die Plattform einarbeiten. Also eine kleine Erweiterung beim WeWeb ist jetzt, dass man hier die Möglichkeit hat, sich eben diese Zonen farblich auch noch zu hinterlegen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist bei Session Colors. Man kann sich hier, ja, ich zeige euch das, mit diesem Indikator quasi Sessions farblich einzeichnen in den Chart. Ja. Also für die US-Session zum Beispiel 15:30 Uhr bis 22 Uhr. Ja. Dann hat man eben im Chart 15:30 Uhr bis 22 Uhr hinterlegt in einer Farbe, die man natürlich auch selber definieren kann. Ja. Also es muss jetzt nicht so schreien wie das. Nur hier haben wir dann eben hinzugefügt zusätzlich, dass man auch beim Open und beim Close von dieser vordefinierten Zeit auch eine Alarmmeldung bekommt. Kleinigkeit, aber macht Sinn, haben wir gemacht. Ja. Und dann haben wir noch, das ist auch, ich glaube nicht, ja, nach dem letzten Webinar ist es gekommen. Es gibt ja den External Chart Indikator, der macht ja nichts anderes. Ich habe jetzt hier einen 5-Minuten-Chart und kann sagen, dieser externe Chart, ich lege den drüber. Über den 5-Minuten-Chart jetzt zum Beispiel mit, ja, einer Stunde ist eingestellt. Das heißt, er macht mir alle Stunden eine Stunden-Candle draus. Das heißt, ich kann das als Candle anzeigen lassen, kann mir da den Hintergrund wegtun und habe quasi über meinem 5-Minuten-Chart einen zusätzlichen Chart eben mit Stundenkerzen. Was wir hier gemacht haben, ist Folgendes, war auch ein Kundenwunsch. Die wollten haben, dass die Kerzen, wenn sie eben positiv oder negativ sind, automatisch gefiltert werden in der Farbe, wie man sie braucht. Ja. Und hier hat man eben die Möglichkeit, in Atlas kann man sehr viel mit Transparenzen spielen, dass man das eben so definiert und dann hat man eben, wie ihr das teilweise von anderen Tools kennt, eben einen Overlay-Chart über den kleinen Chart und das ist frei definierbar, wie du es haben möchtest. Ja. Es sind auch noch x andere Indikatoren dazugekommen. Meist technische Indikatoren und Tools, die werde ich jetzt nicht alle durchgehen. Aber ich wollte es nur zeigen, dass eben, wenn Kundenfeedback von euch kommt, dass wir das sehr wohl aufnehmen. Es geht zwar nicht in ein, zwei Tagen, ja, aber wir sind meistens dabei, dass wir hier eben angreifen und dass man natürlich, was verbesserungswürdig ist, auch verbessern. Ja, das sollte gesagt sein. Wir haben auch von dem COD-Indikator für die COD-Reports haben wir auch verbessert. Die sind jetzt stabiler, da haben wir jetzt eine neue, da haben wir direkt die Daten von der Seite, wo die auch herkommen. Also es tut sich was, es tut sich immer was. Und unsere Entwickler haben auch versprochen, dass bis zum Ende des Jahres das Market Replay fertig ist für alle für euch. Das heißt, ihr könnt dann den Markt wiedergeben, ja, in einen Player. Und kurz darauf wird auch die ganze Analysegeschichte von der Statistik schwer überarbeitet, grafisch überarbeitet. Und was dazu kommt, das ist eben Zukunftsmusik, aber ich erzähle es euch schon, weil mich freut es schon. Es wird in Zukunft auch möglich sein, Strategien in einer Art Plug and Play zu entwerfen und die auch mit dem Market Replay durch einen Strategietester zu jagen. Das heißt, man nimmt jetzt hier in Atlas dann in Zukunft die echten Börsendaten mit seinen eigenen Strategien, wo man nicht jetzt programmieren braucht, um diese Strategien zu machen, und jagt die durch die Market Replay-Geschichte und kann dann eben mit einem Analyzer und mit einem Strategietester das Ganze auf Herz und Nieren prüfen. Das ist eben so ähnlich als wie im MetaTrader, nur eben, dass man halt in Atlas ausschließlich mit echten Börsendaten arbeiten und nicht mit CFDs. Ja. Wobei MetaTrader 5 ja auch Futures kann, da kann man das auch relativ gut machen. So, das war jetzt der kleine Ausblick, das, was sich alles geändert hat. Und dann springen wir gleich. Ich hoffe, das funktioniert relativ gut, weil wenn ich die starte, die PowerPoint-Präsentation, sind alle meine Bildschirme voll mit PowerPoint. Wenn du mir, lieber Florian, kurz sagen kannst, ob man mich jetzt noch hört und alles gut ist, dann kann ich doch gleich weitermachen. Man hört dich auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr gut. Also, dann starten wir jetzt gleich mal in das Thema Markttiefe. Was ist das? Was bringt das? Ist es überhaupt relevant und so weiter und so fort? Starten wir in das Thema rein. Ja, zu mir selber. Die meisten hier kennen mich. Ja, mich freut es, dass immer mehr Leute werden hier bei den Webinaren. Bin seit 10 Jahren dabei. Bin eigentlich das Mädchen für alles bei Atlas. Ja, wenn es um Entwicklung geht, wenn es um Werbung geht, wenn es um Handel geht. Ja, also. Bin wirklich sehr lange dabei schon und wir sind ein sehr tolles Team und wir arbeiten recht fleißig. Gut, zum Grundsätzlichen, was die Markttiefe ist.
Es handelt sich dabei im Prinzip um limitierte Orders, die entweder oberhalb des Kurses stehen oder unterhalb des Kurses. Ihr seht hier am Bild eben die Markttiefe schwer vereinfacht dargestellt. Man hat in der Mitte den Mid-Price, das ist quasi der Preis, ja. Alles, was vor diesem Preis weggeht, ist das Spread. Das werden wir dann später noch schöner veranschaulichen. Das ist jetzt eine schöne Grafik, die ich im Internet gefunden habe, die was genau das zeigt, um was es eigentlich geht. Ja, und dann hat man eben die Limit Sell Orders und die Limit Buy Orders. Und ja, so sieht das dann schon in etwa aus, wie du es in Atlas kennst. Ja, man hat eben die Preisskala und darüber und darunter wird die Markttiefe abgetragen. Das, was man hier in dem Bild gut sieht, man schaue kurz auf die rote Fläche oben, auf den Ask-Bereich, da ist ein Würfel mit einem Pfeil. Das sollte eigentlich veranschaulichen, wie das eigentlich funktioniert. Wenn ihr jetzt, ja, eine Limit-Order auf diesen Preis stellt, seid ihr der Letzte. Der Letzte in dieser Reihe. Und jede Limit-Order davor wird abgearbeitet, bevor eure abgearbeitet wird. Das ist natürlich sehr dynamisch, weil in diesem Prozess spielt ja mit, wenn wer seine Limit-Order verschiebt, wenn wer seine Limit-Order cancelt. Ja, aber wenn ihr eine Limit-Order reinstellt, setzt ihr grundsätzlich ganz zum Schluss. Ja, das dauert dann meistens ein paar Millisekunden und dann geht der Queue runter, bis ihr dran seid. Und das ist auch der Grund, warum ihr manchmal auch keine Ausführung kriegen könnt. Ja, das heißt, wenn der Kurs kurz hintickt zu diesem Preis, wo ihr liegt und vor euch sind zu viele, dann bekommt ihr keine Ausführung. Dann bleibt die dort liegen und der Kurs dreht ab. Was aber sein muss, dass der Kurs steigt und über dieses Level steigt, es müssen alle Limit Orders hier weg. Ja, also die Limit Orders, die Markttiefe, die Limit Orders, first in, first out. Das heißt, wenn ihr zuerst reinkommt, dann bekommt ihr vor allen anderen eben diese Position, diesen Queue in diesen ganzen Limit Orders drinnen. Hier gibt es einige Ausnahmen, ja, an der Börse direkt, weil Market Maker, die an der Börse arbeiten, haben natürlich das Recht, euch zu overrulen. Das heißt, die können sich vorschwindeln, ja. Und wenn ihr zum Beispiel an der CME oder an der Eurex große Pakete oder Iceberg Orders bestellt, also von mir aus 10.000 Stücke und die müssen irgendwie in den Markt rein, dann werden die auch vorgereiht. Das heißt, als Retailer ist man da zwar immer Zweiter, aber es ist gut zu wissen für euch, dass es eben so eine Art, ja, dass man sich anstellt, bis man ausgeführt wird. Ja. In der Plattform schaut das Ganze natürlich dann so aus. Dann haben wir hier auf der rechten Seite eben die Markttiefe. Das sind die Limitierten im Ask und im Bid. Ja. Hier sieht man schön eben den Preis hier auf 4.052,25. Da steht er gerade. Und eben oben und drunter die Markttiefe. Hier sehen wir oben eben die Ask-Seite, unten die Bid-Seite. Und grundsätzlich sagt man ja, oben sind die Verkäufer, unten die Käufer. Ist aber auch nur die halbe Wahrheit in Wirklichkeit, weil wir wissen ja nie, ob wer Positionen auf oder zu macht. Bei uns zumindest nicht. Ja. An der russischen Börse, das ist was Positives, was an der MOEX funktioniert und was es da gibt. Wir haben ein Intraday-Tick-by-Tick Open Interest. Das heißt, ich sehe bei jeder Ausführung, wenn der Wert steigt oder fällt, ob er Positionen auf oder zu macht. Diese Information haben wir hier auf unseren westlichen Börsen nicht. Ja. Das heißt, wir wissen nicht grundsätzlich, ob jetzt da zum Beispiel der Pfeil jetzt oben bei 64 auf der Ask-Seite, ob der verkaufen will. Ja. Oder ob der oben seine Positionen schließen will, also schon gekauft hat und dann verkaufen will. Also diese Information haben wir nicht. Und das ist grundsätzlich einmal eins der Hauptprobleme und das ist der Interpretationsspielraum, aber dazu später mehr. Ja. Was das Bild eigentlich sagen soll und zeigen soll, also ein bisschen viel geredet, ist, dass die Limit Order und die Market Order, also links der Pfeil ist jetzt da die letzte Kerze, sind für mich jetzt in dem Fall die Market Orders, dass die ja koexistent sind und dass das eine ohne dem anderen nicht funktioniert. Ja. Das ist ganz wichtig. Und hier sieht man das leicht. Hier haben wir eben auf die 4.052,75 steht der Kurs und haben links das Smart Tape. Und im Smart Tape sehen wir ja jede ausgeführte Market Order, beziehungsweise jede ausgeführte Order. Wenn die Limit getriggert wird, wird sie quasi zur Market Order am selben Preis und die sind dann im Smart Tape ersichtlich. Das heißt, das Smart Tape ist die einzige Wahrheit, da sind alle Ausführungen drinnen. Und ihr müsst jetzt verstehen, wie das Ganze grundsätzlich funktioniert. Also einige wissen es schon, aber es ist ganz wichtig.
dass der Preis nach oben kann, müssen diese 14 Limit Orders durch 14 Kauf Market Orders erledigt werden. Ja, das heißt, oben warten die vom Verkaufen limitiert. Ich brauche jetzt, dass der Kurs steigen kann, 14 Market Buy Orders, 14 Käufe, dann ist der Level leer. Dann wird es weitergehen zum nächsten. Dann brauche ich 37, dass der nächste leer ist, 36, dass der nächste leer ist und dann 31, dass wir bei 4.053,75 stehen. So funktioniert das grundsätzlich. Das heißt, Market Orders müssen die Limit Orders füllen, damit sich der Kurs bewegt. Jetzt sagen natürlich viele Lehrbücher natürlich, naja, ohne Market Orders sind nur die Market Orders, die den Kurs bewegen. Dass das auch nicht richtig ist, werde ich euch dann später zeigen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Nur, dass wir jetzt ganz kurz in das Orderbuch reinspringen, um ein bisschen die Systematik zu verstehen. Jetzt haben wir im Smart Tape. Im Smart Tape werden ja jetzt, habe ich gerade gesagt, die ganzen Market Orders angezeigt. Und Frühjahrszeiten, vor 2009 war es eben so, wenn wir, wie in diesem Bild, 21 Kontrakte gekauft hat, Market, dann habt ihr in der Times and Sales Liste die 21 drinnen gehabt. Ja. Heute ist es aber so, wenn heute wer 21 Kontrakte long geht oder kauft, dann habt ihr das wie jetzt hier auf der rechten Seite abgebildet. Ihr habt 1, 2, 5, 1, 10, 1 und ich springe nur ganz schnell zurück für euch, damit ihr versteht, um was es jetzt in Wirklichkeit geht. Ja. Gehen wir hier zurück. Und das sind die Blöcke. Das sind 1, 2, 7, 12, bla bla bla. Das, was wir hier sehen, ja, das ist genau das. Das heißt, wenn ihr 21 Kontrakte kauft, seht ihr im Buch oder seht ihr von wem anderen im Buch, welche Limits diese Market gefüllt haben. Das heißt, jetzt haben wir am nächsten Preis eben eine Anzahl an limitierten Orders und diese 21 sind mit diesen verschiedenen Orders, die eben in der Reihe im Queue stehen, hintereinander, bis ihr dran seid. Das ist genau das, was ihr seht. Und das war eins der größten Probleme, die was noch 2009 ersichtlich waren sind. Weil durch dieses Umstellen der Börsen 2009 hat man große Spieler nicht mehr gesehen. Die haben eben so umgestellt, dass man eben die Limits, die diese Market füllen oder umgekehrt, diese sieht man im Tape. Ja. Und das ist eben genau das, was man heute sehen. Wir sehen hier 1, 2, 1, 20, 5, 13. Hier hat der Algorithmus dieses wieder zusammengebastelt, damit wir echte Größen sehen und nicht die Limits, die gegenübergestellt worden sind an dieser Market. Das ist jetzt nur mal kurz zum Drüberstreuen. Ja. Und wenn man diese Information hat, durch den Algorithmus, dann kann man auch diese Tapes filtern. Dann kann man sagen, ich habe jetzt drei Tapes. Im ersten sehe ich die kleinen, 1 bis 5. Im zweiten sehe ich die bis 50. Und im dritten Tape möchte ich mir nur die anschauen, was über 100 sind. Und dann sehe ich echte Größen. Ja, das hat jetzt mit der Markttiefe nur bedingt zu tun. Aber die zwei Dinger gehören eben zusammen. Ja, und wenn man diese Information hat, dann kann man natürlich auch Indikatoren schreiben, so wie in Atlas, dieses Multi-Market-Bauers. Man kann hier dann sagen, ich möchte mir filtern, was die Großen und was die Kleinen tun. Gehen die mehr short oder long? Ja. Aber wie gesagt, nur zum Drüberstreuen. Wir sind jetzt wegen der Markttiefe da. Und da sind wir schon. Wir haben hier eine Kerze. Ja. Und in einem normalen Chart oder in einer normalen Software ist und bleibt es die Kerze und ihr könnt interpretieren, was da passiert ist. In Wirklichkeit hat diese Kerze zumindest drei verschiedene Charakteristika, die was man interpretieren kann. Ja, also ihr habt diese Kerze. Ja, aber wenn man in den Markt reinschaut mit den richtigen Tools, kann man feststellen, dass diese Kerze deswegen so geschlossen hat und oben mehr gekauft war, so wie jetzt in dem Fall. Also oben die Käufer, wir haben trotzdem geschlossen. Die zweite Variante ist, oben haben extrem viele verkauft und Limits sind aber drüber gestanden. Entschuldigung, haben extrem viel gekauft und Limits sind drüber gestanden in der mittleren Variante. Und in der dritten Variante ist einfach kein Interesse gewesen. Das heißt, die gleiche Kerze kann in Wirklichkeit mehrere Zustände haben und aus diesen Zuständen kann man rauslesen. Ja, diese Folie ist aus einer anderen Präsentation, aber in Wirklichkeit spielt das eben wegen der Markttiefe eine große Rolle, eben wegen der mittleren Anschauung hier. Ja, es kann sein, dass Limit Orders in den Markt geschoben werden und der Kurs dreht, obwohl dieser nie erreicht wird. Ja,
Ganz grob gesehen kann man sich das eben so vorstellen. Man hat auf einmal im Markt Phänomene, wo eine Seite einfach mächtiger wird wie die andere. Ja, dann sagt man, wow, es ist so viel auf der Ask-Seite, jetzt bräuchte man auf der Market-Seite richtig viel Power, dass man da hochkommt. Und natürlich sehen das Marktteilnehmer und natürlich sehen das Algorithmen. Ja, dazu später mehr. Und das ist eben so ein Chart aus Atlas, wo man so eine Situation sieht. Ja, also wenn man hier schnell hinsieht, wird man sehen, die rote Seite ist nicht so stark wie die grüne Seite, Markttiefe. Ja, und hier unten haben wir noch einen überdurchschnittlich großen Wert auf der 4050. Hier stehen 214 drinnen. Ja, und der Kurs muss dann, der muss nicht einmal dorthin kommen. Ja, wir werden solche Sachen eben respektiert. Und wie ihr hier seht, sieht man hier abgetragen im Chart auf der rechten Seite die Markttiefe. Das ist nichts anderes als wie im Dom eben die Markttiefe hier links und rechts auf der Bid- und Ask-Seite. Ja, wir versuchen halt ständig die Tools so einfach und leicht lesbar zu machen und diese Informationsflut, die uns die Börse ja gibt, einigermaßen runterzubrechen und ja, damit man damit überhaupt arbeiten kann. Ja, das ist eben die einfache Variante, was auch, ich sage mal, in fast allen Timeframes funktioniert. Es ist auch ein ungeschriebenes Gesetz, meiner Meinung nach, ja, meine Privatmeinung, und ich glaube auch dran, umso größer der Anlagehorizont oder Timeframe wird, desto uninteressanter und unwichtiger wird die Markttiefe. Also wenn ich hier irgendwann einmal Aktien kaufe für die nächsten 2, 3 Jahre, interessiert mich die Markttiefe die nächsten 5 Minuten höchstwahrscheinlich überhaupt nicht. Ja. Und im Umkehrschluss ist es genau andersrum. Umso kleiner der Timeframe wird, umso kleiner das Handeln wird bis runter zum Scalpen, umso wichtiger wird natürlich diese Markttiefe. Ja. Weil es eben unmittelbar Auswirkungen auf den Kurs hat. Ich habe es leider verabsäumt jetzt beim letzten Sell-Off, den wir gehabt haben vor 3 oder 4 Wochen, einen Screenshot zu machen, wo der Kurs so abgerauscht ist am S&P 500, dann hat es hier unten eigentlich nur noch grüne Fläche gegeben. Da war dermaßen viel drin im Buch, ja, das war fast zum Blindarbeiten. Ja, also man sieht es, man sieht es. Gleichermaßen sieht man natürlich auch, wie automatische Handelssysteme aus dem ganzen Markt rausgehen vor News. Da wird es dann natürlich hier auf der rechten Seite relativ dünn. Ja. Und natürlich ist es auch so, umso dünner ein Markt ist, umso weniger relevant wird die Markttiefe auch. Ja. Der FDAX, das schauen wir uns dann später an, das ist ein bisschen eine Ausnahme, ja, weil der bringt Zahlen 1, 10, vielleicht mal 15 und hin und wieder sind 30 oder 40 drin auf einem Level und dieser wird natürlich dann auch sehr gern in Anspruch genommen vom Chart her. Man sieht dann einfach, dass das nicht nur wir sehen. Ja? Also das lässt sich überprüfen. Das ist die andere Extreme. Hier sind wir am Tick-Chart. Und hier haben wir schon einen speziellen Indikator drinnen. Das ist eben dieser Dome-Levels-Indikator. Mit dem tut man nichts anderes, als wie das, was hier auf der rechten Seite abgetragen ist an Zahlen und an Limit-Orders, grafisch in den Chart zu bringen. Und hier kann man sich natürlich dann auch einstellen, ab welcher Größe für diesen Markt ist es überdurchschnittlich groß. Ja, und dann wird es hier eben grün oder rot, je nach Bid- oder Ask-Seite. Man kann sich das auch wie eine Heatmap bauen, ja, dass es von blau über weiß zu gelb zu rot geht, je nach Stärke und wie viel drinnen ist im Markt. Aber grundsätzlich sucht man ja meistens Bereiche, die überdurchschnittlich groß sind. Das ist in der Volumenanalyse so oder eben das andere Extrem, wo nichts los ist, und das ist bei der Analyse von dieser Sache genauso. Was man hier noch machen kann, ist natürlich beobachten, wie automatische Handelssysteme und Algorithmen, und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Facebook-Gurus, die euch irgendein Handelssystem verkaufen, sondern wirklich die, was mit ihrem Rechenzentrum direkt bei der Börse allokiert sind und im HFD-Bereich unterwegs sind, die kann man natürlich hier auch schön beobachten. Ja. Dann sieht man wirklich, wie bei jedem Tick gewisse Mengen verschoben werden und so weiter und so fort. Das kann man hier sehen, das ist das zweite Extrem. Ich habe hier einen Screenshot von einem Kunden, und der arbeitet sehr viel mit dem, und der hat sich zum Beispiel das eingezeichnet. Der Kurs ist hochgelaufen hier 3-mal, und der hat nur eine Markttiefe von 10, dieser Markt,
Ja, ist schon ein bisschen älterer Screenshot. Und hier oben sind extreme Volumina aufgetaucht, was die Markttiefe betreffen. Und es ist kein Zufall, dass das Tick genau dann immer wieder abdreht, weil die Masse sieht oben, ja, da sitzt noch immer wer da. Ja. Und hier auf der Unterseite das Gleiche. Und gleich wie in der Volumenanalyse, Levels halten nicht ewig, weil sonst würde es immer in eine Richtung gehen. Ja, das ist einmal Fakt. Hier haben wir ein Extrembeispiel von einem Kunden, der, also da ist es sogar für mich recht schwierig nachzuvollziehen, wie der genau arbeitet und was er tut. Es ist hochkompliziert, er hat es mir mal gezeigt. Das muss man, glaube ich, studiert haben. Links oben seht ihr eben abgetragen die Heatmap. Ja. Und was der noch macht, er tut die Änderungen kann man ja auch anzeigen lassen in Atlas. Das heißt, wenn eben von diesen Levels extrem viel abgezogen wird oder was draufgepackt wird, dann kann man sich das sichtbar machen. Und der analysiert halt. Ja, und hat eben natürlich, was der Counterpart ist, auf der rechten Seite das Smart Tape dabei, weil eben Market Orders und Limit Orders, die gibt es nur gemeinsam. Ich habe vorher angeteasert, dass eben nur Market Orders den Markt bewegen. Ja, und das ist aber nur die halbe Wahrheit. Natürlich brauche ich Market Orders, damit ich den Markt bewege, damit ich eben die Preislevels freiräume von den ganzen Limit Orders, damit wir steigen oder fallen können. Aber es ist genauso der Fall, so wie man hier sieht und auch im vorderen Bild, dass eben Marktteilnehmer mit extrem viel Geld den Markt manipulieren können, indem sie extreme Größen in den Markt stellen und diese auch vom Markt respektiert werden oder von den Marktteilnehmern. Ja, es ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass fast keiner mehr die Markttiefe sieht. Es gibt sehr viele Tools draußen und der Trend geht natürlich nach oben diesbezüglich. Ja, also wir haben hier im Schnitt irgendwo zwischen 30, 40, 50 auf den Preislevels liegen, ja, in dem Markt. Es ist Crude Oil. Und dann taucht hier auf 57 wer auf und knallt einfach einmal ganz normal 210 oder 200 zusätzliche rein. Ne? Und nachdem wir wissen, dass wir eben in dem Fall 200 Market Orders brauchen, um den Level freizuräumen, ja, und grundsätzlich anscheinend nicht so viel los war, dann reagiert eben der Markt genauso auf dieses, ich sag's jetzt einmal Spoofing, ja, weil wir wissen ja nicht, ob diese Order da oben echt ist oder nicht. Wir wissen nur eins, der hat genug Geld, dass er die Orders überhaupt einmal in den Markt stellen kann. Ja. Und das passiert relativ oft und das kann man beobachten. Dann tauchen eben riesige Limit-Orders auf, der Kurs dreht ab. Ja. Dann tauchen auf einmal hier noch einmal 200 auf. Das ist eben die Frage. Und das große Rätselraten, ist das Ding echt oder ist das Ding nicht echt? Ja. Ich habe erfahren, und das ist meine Erfahrung, wenn die Dinger extrem lange drinnen stehen, dann sind sie meistens echt. Nicht immer, aber meistens. Und wenn die nur kurz reinkommen, ja, dann sind sie meistens nicht echt. Und dann hat man das andere Extrem. Ich schaue, ob ich irgendwo ein Screenshot da habe, wo man das gut sieht. Dann gibt es die ultrakurzen. Diese kommen meistens sehr nahe am Preis rein und die sind echt. Ja, das sind dann diverse Tools, die im Hintergrund arbeiten, die irgendwas in den Markt schieben. Das ist fast meistens am Best Bid oder am Best Ask. Das knallt da rein und die sind meistens echt und werden auch gleich ausgeführt. Ja, also das ist was man sich natürlich längere Zeit anschauen muss. Ja, und man sieht dann auch mit der Zeit, jeder Markt hat da seine Eigenheiten. Der DAX hat Eigenheiten, der S&P 500 hat Eigenheiten, die, was man sich dann eben eine Zeit lang anschaut. Man muss es jetzt nicht monatelang studieren, ja, aber man sieht dann doch, wie manche Tools und Marktteilnehmer hier drinnen arbeiten und kann sich sehr gut orientieren. Natürlich sind solche Levels, wenn sie in Cluster vorkommen, noch interessanter, ja, weil die Wall noch dicker wird, wo der Markt einfach durch muss. Ja. Grundsätzlich sind mir solche Sachen, wenn es ums Kurzfristige geht, sehr recht meistens. Und meistens ist mir es noch lieber, wenn der Kurs recht nahe rangeht an diesen Levels, weil dann kann ich wirklich in dem Fall, habe ich zwei Möglichkeiten oder immer zwei Möglichkeiten, aber in dem Fall könnte man da hier gesagt shorten, ja, und könnte man mit zwei Ticks stoppen. Ja, und das sind einfach, ja, dann geht er halt einmal schief, ja, weil der die Orders abzieht oder nicht echt ist oder sonstiges, aber es sind zwei Ticks. Ja. Und bei solchen Levels, wenn man die natürlich in Kombination setzt mit anderen Analysemöglichkeiten, die man hat, da kommt man halt relativ günstig in den Markt rein. Ja. Da kann man relativ günstig stoppen.
Und das geht es in erster Linie. Ja, also man möchte schauen, dass das Risiko möglichst klein ist, und solche Dinge können einem helfen, dass man das Risiko richtig niederhaltet. Und richtig mit nieder meine ich wirklich 2 Ticks, 4 Ticks Stopp. Und wo man dann ganz genau weiß, wenn der Level, ja, wann der reißt oder wann der abgezogen wird, dann geht es meistens weiter. Ja. Beziehungsweise reißt es dich raus, und dann sind es eben 2 Ticks gewesen. Ja. Aber wenn dieser eine Level haltet, dann hat man natürlich auch zum Stopp noch setzen hier zum Beispiel, hat man natürlich die Möglichkeit, dass man sich ein bisschen an die Markttiefe auch hält. Ist eine Übungssache, ja, aber ist sehr interessant, sollte man sich anschauen. Hier haben wir das auch. Hier haben wir rechts den Dom, ja, und links eben wieder diese Heatmap, diese Dom-Levels, wo eben abgetragen wird, was passiert und wie viel passiert. Und man kann sich hier auf der rechten Seite im Dom eben anzeigen lassen, ob an diesem Level was hinzugefügt wird oder abgezogen wird. Und wenn ich so wie hier an diesem Level stehe und ich ticke die ganze Zeit hier rein, ja, und ich sehe zum Beispiel auf der anderen Seite, hier haben wir 132, das ist der falsche Preislevel, aber stellt es euch einfach vor, wir haben hier 132, der Kurs tickt die ganze Zeit rein. Es gibt Ausführungen, die man am Tape sieht. Es wird die ganze Zeit reingekauft. Aber das werden nicht weniger. Ja, wir sind immer bei 120, 130. Vielleicht werden es dann auch einmal 150. Und man sieht eben im Dom, dass hier immer was aufgepackt wird. Man sieht immer Levels plus 50, plus 50, plus 50. Dann weiß man, dass hier eine Eisbergorder exekutiert wird. Ja, dann schiebt einer im Hintergrund ständig Limits nach, dass dieser Level gar nicht leer wird, dass der Kurs gar nicht weiter steigen kann. Und das ist die eine Variante, ne, die was es gibt. Also das sind alles Sachen, die man sich anschauen kann, die hochinteressant sind. Und meiner Meinung nach auch nicht bei jedem Handelsansatz, aber bei vielen Handelsansätzen zumindest sollte man einmal ein Auge drauf werfen, ob das nicht was ist, was einem ein bisschen die Quote erhöht. Ja. Also, und dann gibt es eben auch die zweite Variante hier, bei solchen Levels, die hoch sind, angetickert werden, das ist eben genau untenrum. Das Ding geht runter bis fast null auf der Limit, also wir hätten fast einen Abtick, wir würden fast nach oben ticken, und knapp vor null packt er wieder 100 drauf. Dann wartet er wieder, bis diese 100 wegverkauft werden oder weggekauft werden. Dann packt er wieder 100 drauf. Und das kann man eben mit solchen Tools beobachten. Ja, und das ist ein Mehrwert und Informationswert, den was man ohne nicht hat. Ja. Gibt es Fragen dazu? Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Gut, keine Fragen, auch gut. Dann machen wir mal einen Chart auf und schauen wir uns das genau an, was wir jetzt in der Präsentation kurz durchgemacht haben. Ja. Gibt es eine Präferenz? Soll ich einen bestimmten Markt aufmachen? Keinen bestimmten Markt. Gut, dann machen wir den S&P 500 auf. Also wir haben hier jetzt Live-Daten. Wir sehen den S&P 500, das Volumenprofil brauchen wir nicht. Und wir sehen hier eben genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ja, wir sehen hier eben die Limit Levels allesamt und wie viel auf welchem Preis liegt und wartet, dass es abgeholt wird, mehr oder minder. Ne? Wir sehen hier eben einen kleinen Ausreißer hier unten auf der 3,925,50. Da sind eben zumindest doppelt so viel drin, als wie auf allen anderen Levels. Ja. Das sehen wir jetzt da in Echtzeit die Markttiefe, und die kann man natürlich so jetzt einfach mal beobachten. Wenn man das Ganze analysieren will, dann muss man einmal wissen, was ist für welchen Markt groß und was ist eine kleine Größe. Das heißt, was ist überdurchschnittlich und was kommt ständig vor. Ist natürlich schwierig am S&P 500, einerseits weil eben Vormittag und Nachmittag komplett andere Größen unterwegs sind, ja, und in letzter Zeit durch den ganzen Wahnsinn, den was wir nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich haben, wird es natürlich immer interessanter, und man kann sich fast auf nichts mehr einstellen, man muss da immer sehr dynamisch dabei bleiben und das anschauen. Nichtsdestotrotz, man kann hier, und dieser Indikator auf der rechten Seite ist eben der Depth of Market Indikator, der was eben die Markttiefe in Echtzeit anzeigt, ne? Und hier kann man zum Beispiel Filter setzen. So wie man es aus unseren Volumenfiltern kennt, kann man hier eben Filter setzen, und ich kann sagen, jetzt hört es mal zu, wenn jetzt irgendwo mal ein Level kommt, das was größer ist wie 300,
Haben wir jetzt nicht. Jetzt machen wir es zu Anschauungszwecken auf 250. Das werden wir wohl schaffen jetzt dann. So, 250, dann machen wir doch den Balken hellblau. Ja. Natürlich haben wir es nicht. Na. Werden wir nochmal kurz ändern. Haben wir nämlich kurz vorher gehabt, jetzt nicht mehr. Ist egal, ändern wir ab. Gehen wir rein und ändern wir das auf, aber jetzt da 200. So. Und gerade jetzt sind wir eben bei so einem Level, der ist groß. Wir tickern hier die ganze Zeit rein und es wird nicht weniger. Seht ihr das? Hier kann man sich natürlich zusätzlich, ich hoffe, diese Situation hält jetzt ein bisschen an, das Smart App reinholen und kann sich das natürlich in Echtzeit jetzt anschauen. Was passiert denn, wenn der Kurs hier hochrennt? Na, und ich hoffe, das werden wir jetzt gleich nochmal tun. In der Zwischenzeit richte ich das Smart App her. Ich blende mal alles aus, was jetzt nicht wichtig ist. So. Gut. Das ist gut. Und jetzt schauen wir ganz kurz. Ich hoffe, das reicht jetzt im Webinar. So, wir haben 327 drinnen auf der Limitseite. Wir tickern die ganze Zeit rein. Es wird nicht viel gekauft. Sind 18 gekauft worden, 2 gekauft worden. So, und jetzt sind 152 und 134 gekauft worden. Das heißt, die Liquidität, die die jetzt daher bereitgestellt hat, ja, die wurde quasi aufgefressen. Die ist weg. Ja. So, es taucht wieder ein Level auf über 200 hier. Aber das ist eben kein, das sind nicht 300, was wir gerade gehabt haben. Ja, es ist einfach interessant anzuschauen, ob solche Levels eben halten oder nicht. Und in dem Fall war halt jetzt einer da, der hat insgesamt, ich weiß nicht, 300 gehabt oder sollen es ein bisschen weniger gewesen sein, 280 plus 40, die was Retail da drinnen sind auf dieser Position. Und die sind jetzt gekauft worden. Ne? Jetzt gibt es aber Levels, da will der nicht 300 verkaufen, da will der 3000 verkaufen. Ja, und dann haben wir eben genau dieses Phänomen, dass der Kurs hier hinkommt, die ganze Zeit reintickt und irgendwann ist mal die Buying Power, ja, sage ich mal, einmal zu Ende und der Kurs muss um eine Erholung ausholen. Ja, und das heißt, wenn ich dort 3000 Stücke im Hintergrund habe, von denen ich eher nichts weiß, ja, weil die immer nachgeladen werden, wenn es denn einmal leer werden, dann kann ich mich dort anschließen, ja. Dann kann ich doch, aber man weiß es eben vorher nicht. Und das Positive ist eben, bei solchen Sachen kann man relativ eng stoppen. Ja. Aber das war jetzt ein kleines Beispiel dafür, was Limit Orders machen. Ja. Und das war jetzt nichts anderes als wie ein bisschen eine größere Position, die was jetzt in den Markt geschoben wurde. Also nicht wirklich ein Big Player oder sonst irgendwas. Aber da gibt es dann schon ganz andere. Und da gibt es dann zum Teil auch Positionen im Chart, die gehen über 4-5 Preise. Die was auf einmal 5, 6, 700 Stücke im Markt drin stehen haben. Und dann wird es extrem interessant. Ja, weil diese Zonen können sich dann auch natürlich nachhaltig als Unterstützung oder Supportzonen entwickeln. Und auch diese Zonen, so wie Sie das kennt aus der Charttechnik, auch wenn sie dann abgebaut sind, ja, also das nehmen wir mal an, rein hypothetisch, wir haben hier eine riesengroße auf der Ask-Seite, dann fährt der Kurs hier durch, es wird alles weggekauft, dann machen wir oben einen Bogen und wir kommen hier zurück. Das gleiche, was ihr kennt bei Kerzenformationen, wenn eine, schauen wir mal, ob ich was finde jetzt auf die Schnelle im Chart, wenn ein Level durchbrochen wird, nach unten, so, das war zuerst Unterstützung hier irgendwo, dann wird das durchbrochen. Ja, und dann ist es Unterstützung von der Unterseite, ganz grob gesagt. Das gleiche funktioniert bei den Limit Orders genauso. Ja, also wenn ich riesengroße, dicke Limit Orders habe, auf einem schönen Block zusammen, die dann irgendwann gerissen werden, können diese genauso wie hier einen Paritätswechsel vollziehen und dann, obwohl nichts mehr dort ist auf dem Level, ja, das ist nämlich das Lustige, dann ist nichts mehr dort, weil das war dann ein großer, dann können diese Levels genauso fungieren wie eben dieses hier am Chart. Ja, das ist eben, wie man sich das einfach am Chart anzeigen lassen kann und filtern kann. Wir haben hier, ich gehe mal kurz zum FDAX. Da sieht das Ganze natürlich anders aus. Erstens, extrem dünn, zurzeit sowieso noch dünner. Und zweitens sind wir auf der Eurex limitiert, was die Orderbuchtiefe betrifft. Wir haben hier eben nur sind es 14, ich glaube 14 sind es. Und der FDAX dinkelt da halt so rum mit 6 Stücken, 10 Stücken, 9, 7, 9, 10. Also nicht wirklich was drinnen. Ist natürlich auch für Manipulation wie gemacht. Weil hier brauche ich im Prinzip nur über Kopf gerechnet jetzt, ich sage mal 40 Stück,
und wir sind bei 13.100. Das heißt, ich kann mit Leichtigkeit den Kurs dorthin lenken, wo ich es gern hätte. Ja. Also man sieht, dass es sehr viel auf dem Markt ankommt, das Ganze. Ja. Und hier am F-DAX ist es halt lustig, und das habe ich in letzter Zeit wieder öfters beobachtet. Das dinkelt meistens so rum, dann sind vielleicht einmal 20 drin und sonst was. Und dann gibt es eben Phasen oder Ereignisse, wo auf einmal 40 oder 50 Stücke drinstehen im Markt. Und meine Erfahrung, und so wie ich das beobachtet habe, ist, dass in so einem dünnen Markt überdurchschnittlich viele Stücke meistens sogar mehr auslösen als wie in einem dicken Markt. Ja, also im S&P 500 haben wir jetzt im Schnitt irgendwo 100, 200 drinnen gehabt. Und wenn dort 500 drinnen liegen, ja, dann ist das halt viel, ist auch interessant. Aber das wäre halt richtig cool, wenn 5000 drinnen liegen. Ja. Und hier haben wir teilweise 6, 5, 4 und auf einmal liegen da halt 40 drinnen. Und dann ist wieder die Frage, ob der Kurs davon rennt von diesem Level oder ob er die Liquidität sucht und den magnetisch anzieht. Ja, das sind halt so die Dinger. Dann können wir uns noch ganz kurz das Crude Oil anschauen und dann sind wir mit dem Indikator schon einmal fertig, dass wir das auch gesehen haben. Beim Crude Oil ist es wieder anders. Ne? Da habe ich mehr Marktiefe und habe hier auch auf Key Levels auch wieder größere Sizes drinnen, ja, Blöcke. Die warten da. Wir sind extrem weit weg vom aktuellen Kurs, aber die sitzen da halt drinnen. Ne? Das kann man sich anschauen. Und interessant wird es dann eben, wenn wir eben Marktbewegungen machen. Und hier hätten wir dann wieder so einen Level. Ich versuche da jetzt ganz schnell was zu zeigen. Dann haben wir nämlich diesen DOM-Levels-Indikator auch erledigt, der eben mir die Markttiefe in den Markt zeichnet. Ja. Das möchte ich euch noch zeigen, was interessant ist, weil man eben auf Dauer schauen kann, wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Gut, dazu muss ich aber oder will ich in einen kleineren Timeframe gehen. Jetzt gehen wir mal, keine Ahnung, 5-Sekunden-Kerzen. Ist gut, 5-Sekunden-Kerzen ist gut. Zum Veranschaulichen mache ich aus diesem Kerzenchart jetzt einen Linienchart. Gut, so, gut. Markttiefe, Linienchart und jetzt da fügen wir diesen DOM-Levels hinzu. Und dass dieser DOM-Levels-Indikator anfängt zum Arbeiten, muss man dem natürlich sagen, ab wann soll er denn anfangen zu mitzeichnen. Wir haben hier den Minimalfilter voreingestellt auf 100, weil ja das für jedes Instrument anders ist. Und hier sehen wir 10, 15, 20, 7, 9, 8. Das heißt, wir machen es jetzt ganz extrem. Wir lassen ihm jetzt da alles zeichnen. Ich habe den Chart jetzt farblich nicht wirklich angepasst mit schwarzem Hintergrund und so weiter und so fort. Das könnte man auch vielleicht ganz kurz machen, dass das fürs Auge ein bisschen schöner ist, das Ganze. Und dann schauen wir uns das an. Ja. So, so, so. Das braucht man nicht, das braucht man nicht. So, gut. Nun macht dieser DOM-Levels-Indikator nichts anderes. Er schreibt mir die Veränderungen mit, die Markttiefe im Prinzip macht. Ja, das heißt, der zeigt mir jetzt in dem Fall in Gelb, wo die großen Levels sind, die überdurchschnittlich großen Levels. Und man sieht sie auch hier auf der rechten Seite grafisch schon, wo überdurchschnittlich große Levels sind. Und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Level antickern und schauen, was passiert. Ja, das wäre jetzt im Webinar noch recht cool, wenn wir das sehen würden. Und so sehen wir halt, umso heller das es wird, umso mehr Aktivität kommt rein auf diesen Preislevels. Und man sieht natürlich auch, sollte derjenige hier zum Beispiel nachziehen, dann sieht man natürlich, dass dieser Level runterwandert. Und wenn man mit der Maus drüber fährt, sieht man hier, dass man zurzeit hier 66 gehabt haben. Ja, das zeigt ja im Prinzip an, hier 73, 72, 73, die Änderungen kann man sich hier anschauen. So, und jetzt ist genau das passiert, was sehr oft passiert. Dieserjenige hier von 66 auf 18 gedroppt. Das heißt, er hat seine Positionen abgezogen und lustigerweise da unten auch. Ja. Und das sind ja noch keine Zufälle, meiner Meinung nach, dass das gerade einmal zur gleichen Zeit passiert. Jetzt ist quasi der Weg hier, wäre jetzt frei bis zu diesen Levels da oben. Hier ist wieder mehr Liquidität, hier ist wenig Liquidität. Das heißt, der, was hier den Deckel zugemacht hat, die ganze Zeit,
der ist jetzt verschwunden. Und rein theoretisch wäre jetzt da, wenn ich einen Aufwärtsdruck habe, denn was wir jetzt in den letzten Sekunden haben, wäre jetzt hier im Prinzip der Weg frei für oben und es steht nichts mehr im Weg. Das heißt, ich kann jetzt im Prinzip mit wenig Market Orders den Markt hier drüber bewegen, über dieses Level, das wir hier gehabt haben. Ne? Und bei 66 hätte sie natürlich, wir müssen natürlich immer auch mitschauen im Smart Tape, was zurzeit los ist im Markt. Wir müssen ja immer schauen, man sieht ja, dass jetzt eher mehr die Kleinen unterwegs sind. Da geht es um zwei Kontrakte, ein Kontrakt, eins, zwei, 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 fünf. Also nicht großartig. Aber das Abziehen der Liquidität hat jetzt eben dazu geführt, dass der nächste Liquiditätspool, und der ist hier oben, der ist zwar noch nicht so groß, aber es ist überdurchschnittlich, sieht man mit freiem Auge, hier angelaufen wird. Ja. Und hier kann es eben passieren, dass, falls wer was hat, das, was er jetzt da oben in den Ask stellen will, dass diese Levels immer dicker werden. Und wenn die zu dick werden, oder wenn da ein zu großer auf der Ask-Seite reinkommt, dann wird der Kurs runter abschmieren. Und der wird genau hier herlaufen. Ja? Beziehungsweise hier. Das ist eben die Kehrseite und die andere Seite von dem ganzen, von der Markttiefe. Die muss man sich anschauen. Das gehört zusammen. Ja? Und wie gesagt, nicht für jeden, aber wenn man zeitnahe handelt, dann sind solche Sachen natürlich gut. Ja? Die sind gut. Ich weiß zum Beispiel ganz genau, also ich bin davon ausgegangen, ich weiß nichts, alles zu 100% genau, dass wenn diese Liquidität verschwindet, dass der Kurs hier drüber laufen kann, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, weil er wollte es ja hier schon, ja, aber hier war das eben noch drinnen und die ist hier abgezogen worden, ja. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo es ein bisschen vermehrt Liquidität gegeben hat, die ist schon wieder verschwunden, ja, da ist nichts mehr. 30, weg, 31, da ist jetzt nicht mehr viel, ja. Und das wären die nächsten Liquiditätsgeschichten da oben. Also hier großer Level, ja, und hier unten großer Level. Und hier. Und das kann man sich eben mit solchen Tools veranschaulichen. Umso weiter man rauszoomt, umso ein besseres Übersichtsbild kriegt man. Und in Wirklichkeit braucht man dann rechts, wenn man das so trackt, braucht man rechts diesen Depth of Market Indikator, braucht man immer. Ja. Dann trackt man sich den Markt so durch und dann kann man relativ schön sehen, wie der Markt mit Liquidität umgeht und reagiert. Ja. Wird er angezogen? Ja. Das sind nur 66, das sind nicht viel. Ja. Also der Markt ist nicht so dick, aber um einiges dicker als der FDAX. Und mit dem Tools kann man eben die Aktivität, die im Orderbuch stattfindet, auf den Chart übertragen und kann natürlich zum Beispiel, wenn man seine Stops nachzieht, ja, wenn man sich immer geschützt vor oder hinter Liquidität stellt, ist man ja sicherer, als wie wenn man den Stopp irgendwo im Chart positioniert, weil es gerade jetzt hier ein Tief gegeben hat. Ja. Und wenn ich dort zwei, drei Ticks weiter dicke Liquidität habe, dann verstecke ich mich hinter dieser Liquidität, weil ich doch noch ein bisschen eine Möglichkeit hätte, wenn sie dick genug ist, die Liquidität, dass mir die Position geschützt wird dadurch. Und wenn die Liquidität nach oben wandert, dann wandert mein Stopp mit der Liquidität auch hinterher nach oben. Ja, also so mache es ich persönlich halt. Und mir gefällt das so, weil das ja Gesetz ist, dass dieser Level leergeräumt werden muss, damit er übersprungen werden kann. Ja, also das ist auch vielleicht ein bisschen eine psychologische Sicherheit für mich. Ich baue mir auch ständig Eselsbrücken, damit ich mir leichter tue. Und das ist was, mit dem ich gut umgehen kann, weil ich eben direkt sehe, was passiert. Und weil ich das ein bisschen nachvollziehen kann, was passiert. Ja. Es ist jetzt eher nicht so interessant, was da jetzt gerade passiert. Aber das wäre halt eben das Tool Dome Levels. Und den kann man sich ja natürlich auch frei konfigurieren. Ja. Jetzt haben wir das Heatmap-mäßig eingestellt. Das heißt, dunkel nix, gelb viel. Da kann man auf rot gehen. Dann wird das Ganze noch orange. Und man hat natürlich, und das verwende ich auch gern am FDAX, am FDAX arbeitet dann mit einem 3-Minuten-Chart. Das könnt ihr mal probieren. Probiert das doch einmal. Schaut euch das an ganzen Tag an, wo ein bisschen was los ist am DAX. Ein 3-Minuten-Chart. Und dann gehe ich, wir machen es zusammen. Wisst ihr was, wir machen es zusammen. Baut euch das jetzt nach am FDAX und schaut euch das an. Ja. Jetzt gehen wir auf den 3-Minuten-Chart. Stellen wir zurück auf Kerzen. Weil im Prinzip braucht jetzt der jede Kerze 3 Minuten und in diesen 3 Minuten ändern sich natürlich diese ganzen Levels hier. Ja, das ist klar. Und was bei Atlas gut ist, man kann die Tools alle ein bisschen zweckentfremden. Und wir werden jetzt gemeinsam dieses Tool zweckentfremden. Wir möchten nämlich jetzt nur noch sehen,
große Liquidität und sonst gar nichts. Sonst möchten wir gar nichts sehen. Und das machen wir uns zusammen. Ja? Also, ich weiß aus Erfahrung, zwischen 30 und 40 im FDAX, also grundsätzlich, wenn ihr jetzt in dieses Instrument geht, dann habt ihr meistens diesen Indikator hier, Depth of Market. Und wenn man sich das natürlich ein paar Tage lang anschaut und den Markt beobachtet, dann weiß man in etwa, was ist viel und was ist wenig. Ja? Was ist viel und was ist wenig oder was ist über dem Durchschnitt oder was ist. Ja, gut, dann wissen wir das. Ich lasse das jetzt mal kurz drinnen. Und dann geht man eben in diesen Dome-Levels-Indikator her und zweckentfremden komplett. Also ich möchte jetzt, weil ich nur große Volumen im Orderbuch sehen möchte, ich sage, der soll sowieso erst einmal ab 30 anfangen zum Arbeiten. Okay? Das heißt, er macht jetzt einmal gar nichts, bis irgendwas auftaucht, was über 30 ist. Ja? Und dann gibt es noch den Max-Volume-Filter. Ich zeige euch das jetzt ganz kurz bei wenig Volumen. Er zeichnet jetzt alles auf. Ja? Und jetzt kann ich sagen, wenn ein gewisses Volumen beim Max-Volume überschritten wird, dann soll er mal es einfärben. Und jetzt machen wir da mal eins draus. Dann färbt er mal natürlich alles ein. Ja? Wir setzen eben diesen Filter auch auf 30. Ja? Und arbeiten so das Ding sowieso auch ab 30. Somit kostet es quasi fast keine Performance. Jetzt macht das Ding natürlich nichts, bis irgendwann Levels auftauchen, die über 30 sind. Okay? Und das lasst ihr einfach einmal laufen, den ganzen Tag. Das lasst ihr laufen. Ihr werdet jetzt nichts sehen. Falls was kommt, über 30 wird es sehen. Und dann tut es Ausschau halten, wenn ihr sowas seht. Das heißt, jetzt haben wir oben, glaube ich, rot eingestellt, unten blau. Und auf einmal seht ihr über mehrere 3 Minuten Kerzen hier oben blau. Ja. Oder auf der anderen Seite, ihr seht hier eben unten. Sowas in Rot. Ich weiß nicht, wie es eingestellt ist. Schauen wir mal kurz. Zack. So. Rot-Blau ist es eingestellt, genau. Ask ist rot, Bid ist blau. Das heißt, wir hätten hier unten blau. Und das Schönste, was man am FDAX sehen kann, ist, wenn ich einen Level habe und dann noch einen Level habe. Das heißt, wenn ich diese 30 oder 40 oder mehr in so einem Doppellevel habe, die stehen meistens so. Mit einem Tick dazwischen. Das habe ich eine Zeit lang beobachtet, das ist recht lustig. Schaut euch das an, das ist hochinteressant. Diese Levels werden nämlich zumeist nicht einmal angelaufen, aber sagen mir vorher schon, dass ich eine Umkehr habe. Ja? Und der FDAX ist extrem schwierig zum Handeln, aber auch hier kann ich, wenn ich so eine Level sehe, natürlich, hier habe ich dann im Prinzip, falls ich in den Markt komme, jetzt gehen wir vom Schlimmsten aus irgendwo da rum, habe ich ja trotzdem noch immer. Im schlimmsten Fall irgendwo 9 Ticks, wo ich stoppen kann. Ja, das kommt immer ganz darauf an, mit welcher Dynamik, dass der Markt hier rauf geht. Er kann natürlich auch durchmarschieren. Ja. Es gibt keine 100%. Aber sowas kann man sich natürlich auch anzeigen lassen und ist natürlich ein Mehrwert, den man hat. Ja, weil ihr dürft euch ja nichts vormachen. Also die meisten, die was jetzt irgendwo über YouTube oder andere Medien in das Thema Trading getrieben werden, die schauen sich ja das gar nicht an. Ja, die wissen ja nicht einmal, was Markttiefe ist. Und sind das Informationen, Wissen ist immer Macht, ja. Also es ist immer gut, wenn man mehr Information hat, aber nicht von Information erschlagen wird. Das muss man natürlich, es bringt auch nichts, wenn man 20 Indikatoren in den Chart haut und dann in Wirklichkeit nicht mehr weiß, auf was man schaut. Das ist wirklich echtes Marktgeschehen, was man eben hier tracken kann. Leider können wir es jetzt nicht tracken, weil eben keine 30er da sind, aber zum Veranschaulichen gehen wir runter mal auf. Was haben wir denn da? 15 ist gut. 15 machen wir. Da waren wir gerade auf 16. 15 und der auch 15. So. Und dann schauen wir uns das an. 15 ist jetzt nur, dass wir was sehen. Ja, versteht es mir nicht falsch. Aber hier sieht man dann im Prinzip, wo die Liquidität in den Markt reingeschossen wird. Mit 16 zwar nicht wirklich viel, ja, das muss man dann schon warten und abwarten können, bis mehr los ist am Markt, wo man wirklich überdurchschnittlich große Limits drinnen im Markt hat. Ja. Und so schaut das dann in etwa aus. Und das kann natürlich auch vorkommen, auch bei 30 oder 40, wenn ihr das eingestellt habt, dass mitten in der Kerze natürlich was drinnen ist. Und es ist dann genau das, was vorkommen kann, dass wer größere Stücke eben am Best Ask oder Bid in den Markt bringen will. Also das könnt ihr alles. Wenn hier alles voll ist mit Grün und das können Sie vergessen und ignorieren. Wichtig sind Zonen, wo man hinkommt, wo dann mehrere dieser Levels sind, wo er dann wieder abdreht. Ja, also das ist wichtig, dass man das beobachtet.
Und das tut der Markt halt gern. Also das ist jetzt, wie gesagt, sehr tief eingestellt. Das erfüllt nicht den Sinn. Ich wollte euch nur zeigen, wie das ausschaut. Ja. Also er arbeitet schon, aber wie gesagt, er sollte hier nur arbeiten, wenn er eben 30 oder mehr hat. Alles andere macht keinen Sinn. Alles andere Standard. Jetzt haben wir hier einen mit 28, den wird er uns auch nicht anzeigen. Ja. Aber er ist schon überdurchschnittlich. Aber wie gesagt, 30 ist da noch ein relativ guter Wert am F-DAX zum Anschauen. Dann kann man sich das Ganze gönnen. Ja. Hier haben wir auch schon einen überdurchschnittlichen Wert, ja, mit 25 Stücke. Aber wie gesagt, 30. Probiert es mit 30, schaut euch das durch und ihr werdet sehen, dass das gar nicht so uninteressant ist. Ich habe nicht mehr viel Zeit und deswegen möchte ich euch das Ganze noch einmal im Dom zeigen. Michael, Was ich kenne, ja. kannst du einmal kurz in die Fragen reinschauen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du das jetzt schon beantwortet hattest, was da jetzt drin Ich habe steht. noch nichts beantwortet. Ich schaue mir das sofort an. Kleiner Okay, Moment. gut. Weil ich wollte, du warst gerade so im Fluss, da wollte ich jetzt nicht die ganze Zeit zwischengrätschen. So. So, Andreas, die Fragen zum Vive bitte per Mail. Dann können wir hier noch schnell die letzten Minuten mit der Markttiefe weitermachen. Die Möglichkeiten, globale Linien auszublenden, gibt es nicht. Ja, also du kannst die globalen Linien löschen, aber ausblenden nicht. Wir sind diesbezüglich intern in einem Prozess, wo man das ganze System, wie man es jetzt hat, über den Haufen schmeißen. Ich sage es euch so, wie es ist. Das geht besser. Und wir haben dann eben ein System, wo man eben über diese Buttons hier Charts zusammen in eine Gruppe hauen kann und dann, wenn man was einzeichnet, ist es in alle Charts und die Zeicheninstrumente sollen alle zusammen auch mit diversen Alarmen und mit Ausblenden und mit alles, was da im Tralala dabei ist, sollte es in Zukunft kommen. Wir haben hier die Objektliste drinnen. Ja. Hier kann man eben die ganzen Sachen, die eingezeichnet sind, anwählen, bearbeiten und auch löschen. Und hier soll es in Zukunft auch die Möglichkeit geben, dass man eben gewisse Dinge ausblendet. Also ein direktes Ausblenden gibt es im Moment nicht. Gut, ich schaue da noch weiter. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ob es Templates für Indikatoren gibt? Nein, gibt es nicht. Du speicherst den Atlas, den Chart als Snapshot ab und alle Indikatoren, die da drinnen sind, sind in den Settings gespeichert. Da haben wir jetzt in naher Zukunft auch nicht vor, dass wir da irgendwie so ein Filesystem für Indikatoren-Settings bauen. Also. Danke, Johann, der möchte das Video ein bisschen langsamer, anschauen. Ja. Gern, ich muss halt relativ viel Information in relativ kurze Zeit hier rein packen und möchte jetzt schnell, bevor uns die Zeit abläuft, hier noch ganz schnell den Smart DOM machen. So, damit wir das auch gesehen haben. Und so, wir haben hier eben das gleiche hier. Wir haben hier den Preis, der ist hier. Wir haben hier die Ask-Seite, die ist hier und da die Bid-Seite. Zwar im falschen Markt, wenn wir da noch schnell switchen, damit wir das gleiche haben. So, und den Smart DOM dazu. So, wir sehen jetzt hier im Prinzip im DOM, die ganzen DOM-Trader haben ja nur das drin, die sehen hier auf dieser Seite eben genau das, was hier abgetragen ist und auf dieser Seite, was hier abgetragen ist. Standard haben wir uns jetzt eh schon angeschaut. Was aber interessant ist bei der ganzen Sache, ist, dass wir im DOM eben die Möglichkeit haben, Depth Changes, also die Tiefenänderung anzuzeigen. Ja, wir können das sagen für die Bid-Seite, Ask-Seite oder für beide. Wir machen das jetzt schnell für beide, damit wir sehen, was redet der Burgstaller da überhaupt. So, zentrieren wir das Ganze mal, blenden wir das aus. Und hier haben wir jetzt im Prinzip in Echtzeit die Änderung von den Limit-Levels. Minus 4, minus 7, minus 41. Und hier haben wir jetzt was, da wird draufgeladen. 135, 150, 127, 141. Also hier wird gerade auf der Unterseite nachgeschoben, dass der Kurs nach oben geht. Sieht man schön. Gut. Ist natürlich von der Frequenz her Wahnsinn. Ja, also keiner kann hier auf die ganzen Zahlen schauen. Und wie auch hier, so wie im ganzen Atlas, haben wir hier auch die Möglichkeit, Filter zu hinterlegen. Erstens möchte ich nicht, dass das blinkt, wenn sich was ändert, aber ich möchte ein Autoclear haben. Was macht das Ganze? Das Ganze macht, wenn ich eine Tickbewegung habe, setzt dann das gleich, ich werde das jetzt aktivieren. So,
Zack, zack, zack. Wenn ich eine Preisbewegung habe, resettet sich das Ganze. Ja, weil ich brauche das nicht aufkumuliert, wie viel Plus oder Minus da dazukommt. Ich hätte gern am Preis direkt gesehen, ob da was dazukommt oder nicht. Jetzt ist es noch immer zu schnell für mich, weil ich bin ja auch schon ein älteres Semester und ich möchte gern ein bisschen mehr Übersicht da haben. Und möchte bitte nur sehen, wenn ich denn dann Filter finde, wieder mal Filter, tralala. Ich möchte nur sehen, wenn sich Veränderungen abspielen, die größer sind wie. Probieren wir es einmal mit 5. Dann haben wir die ganzen Retailer, die nur mit einem Kontrakt handeln und sie Limit Orders verschieben, sind dann einmal weg. Die sehe ich nicht. Ja? Also wenn was mehr wie 5 ist, dann möchte ich die Veränderung sehen. Und jetzt bringe ich da schon wieder ein bisschen Ruhe ein. Seht ihr das? Also natürlich immer noch relativ schnell, ja, aber man sieht hier, jetzt hat man das, müsst im Video zurückspielen, wenn es dann online ist auf YouTube, am FX Flat Kanal, jetzt hat man schön gesehen, wie ein Market Maker von diversen Preisen 6 Stück abgezogen hat. Und das ist ja kein Zufall, dass ich hier irgendwo 6 Preise habe mit -6 und unten auch 6 Preise habe mit -6. Das heißt, da passiert was. Ja. Ich würde hier auch sehen, wenn dir 300er jetzt da den nach oben zieht, dann wird hier -300 und hier +300 stehen. Das heißt, ich kann hier erstens einmal die Bewegung, was die Größen betrifft, im Limitbuch tracken. Ich kann mir das anschauen. Ja. Ist natürlich jetzt nicht Agmatte Wiesen, würde man in der Steiermark sagen. Das ist natürlich extrem schwer zum Anschauen. Ja. Aber jetzt kommt der Clou. Wenn ich das kombiniere, oh, da sind die DAX-Größen drinnen. Dommel-Levels lassen wir jetzt einmal weg. Wenn ich das kombiniere und ich sehe extrem große Levels und der fährt mir da rein, der Kurs, dann sehe ich das ja natürlich hier. Und dann sehe ich hier in Echtzeit, ob dieser Level aufbeladen wird mit neuen Limits oder nicht. Das ist ganz wichtig. Und auch hier gibt es wieder Größen. Ja, 20, 30, 50, ist es mir alles relativ wurscht. Wenn der Kurs da reinbricht und ich sehe, dass der Level, da wird nicht weniger. Und ich sehe hier 500, 600, 700 und die Wahnsinnigen verkaufen rein, 800, 900, der Level halt. Und dann dreht der Kurs ab, weil dann haben dort alle reinverkauft, ja, in diesem Level. Der hat immer noch geschenkt. In Wirklichkeit, er hat immer Liquidität nachgebaut, dann sind hier extrem viele Short. Die sind dann ja dann Short gegangen, aber der Kurs ist nicht gefallen, weil dieser Level eben künstlich immer aufgeblasen wurde, so dass der nicht leer wird, so dass man nicht runterticken können. Ja, und das kann man damit beobachten. Und dann habe ich hier natürlich auch zum Teil das Phänomen des negativen Deltas, weil ich habe viel mehr Verkäufer als Käufer, Market, ja, weil da können noch 5.000 verkaufen, wenn der immer wieder nachlegt, dann habe ich hier 5.000 am Delta im Minus und der Kurs steigt. Und dann haben wir eine Delta-Divergenz auf Barbasis zum Beispiel. Dann haben wir mehr Verkäufer, aber der Kurs steigt. Wie geht denn sowas? Ja, das geht nur dann, wenn eben auf der Limitseite in der Markttiefe wer ständig bereitstellt, dass der Kurs nicht fallen kann. Und dann kann es sein, dass Market sehr viele verkaufen und dann aber falsch liegen. Und wenn der Kurs dann wirklich nach oben geht, weil sie dann irgendwann einmal drauf kommen, das sieht ja die Menge, dass da verkauft wird, verkauft wird, verkauft wird. Ja, aber der Kurs fällt nicht. Und irgendwann ist das ausgeschöpft, das momentane Momentum und Volumen an Leuten, die eben verkaufen wollen. Und dann kann es da passieren, dass der Kurs steigt. Und was passiert dann mit diesen ganzen Hunderten, die dann da verkauft haben? Ja, die, was wir ja auch am Schirm haben, die haben alle verkauft, aber Liquidität wurde nachgeschoben. Die kriegen dann ein Problem, wenn der Kurs steigt. Und was machen die? Die kaufen zurück, die kaufen ihre Positionen zurück, haben ihre Stops oder sonst irgendwas. Und was bewirkt das? Die ganzen, was da falsch liegen, die pushen den Kurs dann wieder nach oben. Und so kann man sich das ein bisschen anschauen und analysieren. Und das ist im Prinzip, es ist kein Zauberwerk. Man muss es nur einmal eine Zeit lang gönnen und anschauen. Also es ist hochinteressant. Es ist nichts, wo man dann hundertprozentig Gewinne einfährt, aber es hat was mit Marktverständnis zu tun und auch mit Psychologie. Weil wenn man das einmal ein bisschen Intus hat und versteht in etwa, was da passiert, dann steht man nicht so alleine da im Markt. Ja? Dann schaut man nicht zum Schirm, zum Chart und sieht, oh mein Gott, der Kurs fällt und ich hab keine Informationen, wieso das so ist. Ja? So habe ich zumindest ein bisschen einen Mehrwert und ein bisschen mehr Wissen, wie der Markt funktioniert und wie man sich das natürlich auch zunutze machen kann. Ja? Also, gut, ich wäre dann
Soweit mit meinen Ausführungen. Ich hoffe, ich war schnell. Bitte schaut es euch nochmal an auf YouTube. Ich hoffe, es hat mir jeder so einigermaßen folgen können, wenn nicht noch einmal anschauen. Ich versuche halt immer so viel Input in diese Stunde zu packen wie möglich, weil ich ja ganz genau weiß, ihr könnt es euch noch einmal auf YouTube anschauen. So, Florian, ich wär soweit. Mein Kaffee ist auch leer. Mein Input habe ich durchgebracht. Gut. Gibt es noch Fragen? Dann würde ich die noch ganz schnell machen. Es schaut nicht so aus. Sind jetzt keine reingekommen. Nee. Alright. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall, Michael. Ja, Ja, ich die danke euch auch. Aufzeichnung Ende der Woche dann auf YouTube. Wahrscheinlich die nächsten, wahrscheinlich morgen spätestens. Von daher bleiben Sie alle gesund. Du natürlich auch, Michael. Und wie immer auf die Positionen aufpassen. Wir hören So uns ist beim nächsten es. Mal. Danke, bis Ciao. zum nächsten Mal. Pfiat euch, Baba. Oh!